Seit Janina Falk als 8-Jährige zum ersten Mal abgetaucht ist, möchte sie gar nicht mehr raus aus dem Becken. Das Hobby wird zur Leidenschaft und schon bald kristallisiert sich ihr Talent heraus. Heute glänzt die 13-Jährige als mehrfache Staatsmeisterin in der Klasse der mental Beeinträchtigten und stellt bei fast jedem Wettkampf einen neuen Jugendrekord auf. Für die Wienerin scheint das selbstverständlich zu sein. Das macht so Spaß, weil man schwimmen kann und das macht mir Freude einfach so. Hinter den Erfolgen steckt allerdings harte Arbeit. 5-mal pro Woche Training in einem Wiener Verein und zahlreiche Wettkämpfe bringen sie ihrem Ziel allmählich näher. Einmal so gut sein wie die beiden erfolgreichsten im österreichischen Paraschwimmsport. Meine Vorbilder sind Andi und Sabine. Auf ihrem Weg in den Spitzensport kann sich die junge Wienerin auf die Unterstützung ihrer Eltern verlassen. Wenn es nach ihrem Vater geht, soll die sportliche Zukunft der Tochter auch weiterhin von Erfolg gekrönt sein. Das liegt nicht an mir alleine, das liegt hauptsächlich an der Janina und an dem ganzen Umfeld. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist mit dir und dass sie irgendwann einmal wirklich in einem großen Bewerb schwimmen kann. Dieser Wunsch geht schon bald in Erfüllung. Im Juni wird sie an der Europameisterschaft für Schwimmer mit mentaler Behinderung teilnehmen. Bei den Mädchen geht der Preis an die erst 13-jährige Schülerin Janina Falk. Sie darf die Urkunde von ÖBSV-Präsidentin Brigitte Jank entgegennehmen. Und sie freut sich über einen Scheck von Otto Bock. Die Basketball-Challenge, die hat übrigens 5.000 Euro eingespielt. Janina, du hältst diesen Preis jetzt ganz fest in den Händen. Ich nehme an, du bist sehr stolz darauf. Ja, sehr stolz. Kennst du den Walter Ablinger eigentlich, der dir den Preis übergeben hat? Nein. Hast du schon einen Platz zu Hause, wo du den aufstellen wirst? Ja. Ich glaube, in meinen anderen Pokalen, die ich auch schon mal gewonnen habe. Du warst ja bisher schon sehr erfolgreich. Bis wohin soll jetzt die Reise noch gehen oder was hast du jetzt als nächstes noch so vor? Ich möchte nach Tokio. Nach Tokio zu den Paralympics 2020, dann bist du, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 17, immer noch sehr jung. Glaubst du, dass sich das ausgehen wird? Ich glaube schon. Dann drücke ich dir dafür ganz fest die Daumen und ja, alles Gute.